Salzburg ist eine österreichische Stadt, die an der Grenze zu Deutschland am Fuß der Ostalpen liegt. Durch die Mitte der Stadt fließt die Salzach. Am linken Ufer liegt die als Fußgängerzone ausgewiesene Altstadt mit Gebäuden aus dem Mittelalter und Barock. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses erstreckt sich die Neustadt aus dem 19. Jahrhundert. Im Geburtshaus Mozarts in der Altstadt befindet sich heute ein Museum, das Originalinstrumente aus der Kindheit des berühmten Komponisten zeigt. Das Wunderkind, Wolfgang Amadeus Mozart, geboren am 27. Januar 1756 und verstorben im Alter von nur 35 Jahren am 5. Dezember 1791, war ein Salzburger Musiker und Komponist der Wiener Klassik. Seine umfangreichen Werke genießen weltweite Popularität und gehören zu den bedeutendsten im Repertoire klassischer Musik. Unter den zahlreichen Kirchen Salzburgs ist der Dom das bedeutendste sakrale Bauwerk. Mit seiner mächtigen Kuppel und den zwei Türmen prägt er eindrucksvoll das Stadtbild. Ein bewusster Blick in den Dom zeigt viele überraschende und spannende Details. Ein Besuch lohnt sich hier in jedem Fall. Thank you.